So, damit wir nicht nochmal einen Fail haben, dass ich hier einen irgendwo im Auto vergesse. Sieht soweit gut aus. Okay. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 5 Lieberfeld der Next Generation. Schön, dass ihr mit am Start seid. Wir beschauen gerade den Löschzug bzw. den Rüstzug der Wache 2. Und zwar befinden sich diese auf Einsatzfahrt für einen etwas größeren Verkehrsunfall auf einer mittigen Kreuzung. Die Einsatzlage ist noch unklar, wie viele Verletzte vor Ort sind. Es wurde jetzt erstmal eine Anzahl an RTWs und Rettungsmittel bestellt. Ob diese benötigt werden, werden wir sehen. Direkt parallel ein Rettungsdienst-Notfalleinsatz. Alle Fahrzeuge soweit auf Anfahrt. Wache 2 Vollalarm Rüstzug. Wache 3 mit 2 RTWs. Wache 2 mit RTW und LAF. Mehrere Streifenwagen sind vor Ort. Und dann gucken wir mal, was uns hier Tolles erwartet. So, das Chaos ist mal wieder perfekt. Wird gemacht. Bin bereit. Abstellmaßnahmen, die man kennt. Erstmal hier, das ist ja, geht ja gar nicht. Jawohl, was gibt's? In Ordnung. So. Das gleiche hier vorne. Zu Befehl. Der Wagen da, ist das ein Unfallwagen oder nicht? Ja. Wird erledigt, ist in Arbeit. Alles klar. So, mal bitte alle aussteigen. Okay, jetzt ist es ein Unfallwagen. Die Frage hat sich soeben erklärt. Oder erübrigt, besser gesagt. Kein Problem. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier schon mal wieder ein bisschen was zu tun. Bin bereit. Die können leider nicht mitmachen. In Ordnung. So, geh mal näher ran hier. Das ist ja, geht ja gar nicht. Bitte erstmal den hinteren, damit wir hier nicht noch eine krasse Brandausbreitung haben. Wird gemacht. Höre. Alles klar. So, du baust dich mal auf. Hoch. So. Ja, und da haben wir schon wieder einen Verkehrsunfall. Auf der einen Seite sind sie relativ selten und wenn sie kommen, dann knallt's. So soll es ja auch sein. Wo ist jetzt der Kollege? Da vorne. Erwarte Befehle. Einmal bitte hinteren und einmal bitte den vorderen. Kein Problem. Wie viele Verletzte haben wir denn? Drei. Drei müssen mit Schere befreit werden. Vielleicht wir sind hier vor Ort. Vier und ein NA. Okay, das reicht erstmal. Ja. So schnell kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst. Zack, knallt's. Was gibt's? Kein Problem. Ja, okay. Bin bereit. Alles klar. Bin bereit. Ist in Arbeit. Höre. Kein Problem. Höre. In Ordnung. Höre. Verstanden. Ja? Erstmal NA. Grundversorgung herstellen. Ja, der muss jetzt da stehen bleiben. Ist jetzt auch egal. Ja? In Ordnung. Der Kran hat ja noch leider keine Funktion. Das ist manchmal ein bisschen schade. Aber das kann man dann nicht immer sich auch alles in der ersten Version wünschen. Das wäre ja sonst auch zu geil. So, Patient oben schon mal so zumindest halb transportbereit. Oh, apropos transportbereit. Wie sieht es denn hier aus? Vielleicht sollte da jemand ins Gebäude. Erwarte Befehle. Was gibt's? Zu Befehl. So. Was geht's? Ist in Arbeit. Bin bereit. Den ersten können wir schon mal aufnehmen. Vier Abschleppwagen. Die brauchen auch immer ein bisschen. Dann werden wir uns hier um zwei kümmern. Dann mal hier Gegenseite zwei Stück. Möglichst wenig den Verkehr blockieren oder die Einsatzfahrzeuge.
dann dürfte das kein Problem sein. Erwarte Befehl. Zu Befehl. Ja, okay. Dann machen wir mal direkt den. Erwarte Befehle. Dritten RTW fertig und genau. So, damit wir nicht nochmal einen Fail haben, dass ich hier einen irgendwo im Auto vergesse. Sieht soweit gut aus. Okay. Bin bereit. Dann nehmen wir mal den Patienten alle auf. Abschleppwagen wird bereits erwartet. Höre. Guck mal, jetzt braucht er auch den. Perfekt. Dann auf geht's. Ja, und hier ist so ein Chaos, aber geordnetes Chaos. Man kennt es. Das ist so richtig Schokoladenperspektive, wie ich finde, ne? Richtig, richtig Schokoladenperspektive. Wenn man jetzt noch so eine richtig krasse Animierung bzw. Nachahmung der Aggregatgeräte hätte mit Schläuchen, mit Platz, wo man den ganzen Quark hin aufbaut und das wäre halt wirklich ultra geil. So, das ist er. Der ELW macht abschließende Einsatzmeldung. Patienten werden eingetütet. Abschlepp auf Anfahrt, Feuerwehr zieht sich zurück. Dann mal nach Hause. Da fährt der erste schon los. So soll es sein. Bin bereit. Der fährt auch ohne NA. Im Grunde gibt es aktuell noch kein NA. Das ist ja schade. Aber kann man nicht ändern. Ja. Ist in Arbeit. Einmal eine Trage bitte. Und dann warten wir jetzt auf die bereits kommenden Abschleppwagen. Wird erledigt. Was gibt's? Jawohl. So. Bin bereit. Ist in Arbeit. Dann kann der NA ebenfalls nach Hause. Ja. Alles klar. Dann könnt ihr schon mal parallel das hier wieder rückbauen. Ja. Alles klar. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Ja. Jawohl. Ey, Karamba, die Arme der neunschwänzigen Katze sind ausgefahren. Ja, aber wenn alles auf Anhieb funktioniert, ist das ja schon mal ganz schön. Ja, zu Befehl. Dann auch mal bitte hier alles einpacken. Du kannst nach Hause. Erwarte Befehle. Du kannst nach Hause, du kannst nach Hause. Wir sollten einen anderen Bereich. Erwarte Befehle. Hier ist es jeweils Taste R, genau. Was gibt's? Okay. Dann einmal bitte alle einsteigen. Und Einheitsstelle der, naja, Polizei kann man nicht mehr sagen. Einheitsstelle geräumt, Verkehr rollt wieder. Perfekt. So soll es sein. Und da haben wir erfolgreich einen relativ großen Verkehrsunfall abgearbeitet. Bin bereit. Okay. So, jetzt aber mal, dass wir nicht noch hier 10 Jahre warten müssen. Springen wir mal ein bisschen vor hier. Und, nein, er braucht keine Leitung. Sehr schön. Ja, wir spulen mal ein bisschen vor, sonst ist da hier gar nichts mehr los. Das ist das Problem, wenn man in der Einheitsstufe 1 ist, da gibt es recht wenig Einsätze für den Anfang. Na, kommt man da irgendwie rein? Vom Blickwinkel? Schlecht. Ah, hier. Oh. Ein etwas älteres Neff, ein neues. Wird wahrscheinlich noch gerade foliert. Schick, schick. Und hier noch zwei Reservefahrzeuge, die mit Sicherheit irgendwann mal vielleicht möglicherweise spielbar sind, wer weiß. Und hier hinten eine Wippe, wie geil. Das sind die einfachen Dinge, ne? Achtung, Notfallmeldung. Oh. Oh, 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 oh. Alles klar. Verstanden. Leitstelle an Zentrale. Warte, warte mal. Wir sind ja... Die, ah, egal. Also erstmal die Bepo. Beziehungsweise die... Warte, was ist denn hier für ein...
Ja, genau, das war die Verkehrsaufsicht. Zumindest die. Entstördienst brauchen wir hier eigentlich nicht. Verkehrsaufsicht brauchen wir hier auch nicht. Notfallmanager, es geht ja hier um die Deutsche Bahn, also den bräuchten wir auf jeden Fall. SEK ist ja hier keine Schlacht in dem Sinne. Mal ein bisschen hier Einsatzeinheiten platzieren. Und da geht's los. Oh Gott. Ach, der hat nur die zwei. Na gut, dann fahren wir halt mit diesem etwas eher nicht so geilen Martinshorn. Aber egal. Hauptsache wir fahren und das so schnell wie es nur geht. So, die ersten Polizeieinheiten treffen gleich am Einsatzort ein. Und da geht's los. Sofort aufhalten. Ja, bin dabei. Erwarte Befehle. Alles klar. Zu Befehl. Bin bereit. Wird erledigt. Alles klar. So, meine Damen und Herren. Bin bereit. Ist in Arbeit. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Alles klar. Achtung. Ja, genau, noch direkt ein Taschendiebstahl, wahrscheinlich. Wie gesagt, wenn es knallt, knallt es richtig. So, wir brauchen noch einen weiteren Beamten. So, einmal bitte festnehmen. Zwei sind bereits festgenagelt. Der ist schon bereits K.O. Wird erledigt. In Ordnung. So, Taschendiebstahl. Wo befindet sich das Kerlchen? Direkt hier vorne. Das ist auch sehr schlau, dann in diese Richtung hier sich zu begeben. Die Frage ist jetzt immer, wo die langlaufen. Ne? Das ist ja immer so die Sache mit den Leuten. Aber hey, wir haben den Einsatz erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Notfallmanager ist vor Ort. Zeugen werden oder müssen eigentlich gar nicht mal verhört werden. Die Taten sprechen ja gegen sie. Ihre Aussagen können und werden vor Gericht gegen sie verwendet werden. Entweder sagen sie jetzt was oder schweigen für immer. Oh, cooles Einsatzszenario hier, also muss ich sagen. Ist schon geil gemacht. So, wie viele passen da rein? Sag mal, nicht nur einer. Wie viele passen da rein? Auch nur einer. Super. Was gibt's? Was gibt's? Bin bereit. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier um den Kollegen. Oh, warte mal. Ich hatte sogar recht mit der Route. Meine Güte. Bin ja von mir selbst überrascht. Höre. Ja. Dann kommen wir mal von der Seite. Nicht rödeln. Ah, warte, der kommt von hier. Oh, direkt Gegenseite. Ist doch herrlich. Ja, genau. Jetzt rennt er wieder in die andere Richtung. Jetzt hat er uns gesehen. Na los! Los, 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 los! Oh, Jesus! Sofort! Höre, verstanden. In Ordnung. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Alles so, klar. Der Befehl wurde erteilt. Mal gucken, wie lange sie brauchen. Höre. Ja, das ist blöd. Dann müssen wir. Nein. Oh nein. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, glaube ich. Das ist nicht gut. Was gibt's? Ja, da oben bitte einmal einsteigen hier vorne. Hat er den jetzt mitgenommen? Nee, ne? Oder? Schwierig. Bin bereit. Was gibt's? So, einmal bitte Nachbesprechung. Wie sieht's aus bei dem Kerl? Höre.
eingetütet, das Ganze. Perfekt. Der fährt jetzt nach Hause. Bin bereit. Okay, was gibt's? Du fährst nach Hause. Du fährst Verstanden. Nach Hause. Ja, bin dabei. Du kannst nach Hause fahren. So, ab nach Hause. Zack, zack. Genau, am besten bleibst du hinten beim Gastank stehen und zündest nur eine Zigarette an. Ne? Dann haben wir gleich noch ein schönes Feuer. Können wir auch gleich abarbeiten. Also wirklich. Aber hier auch schönes Industriezentrum, ne? Da kann man echt eine Menge machen. Aber auch hier so. Hat man nicht mal im Livestream hier irgendwie so einen den brennenden als PKW? Als PKW-Brand? Ich glaube schon, ne? Das war eigentlich ganz witzig. Jetzt fahr! Gut, spulen wir vor. Kein Problem mit. Erwarte Befehle. Sofort. So, ab nach Hause. Dann haben wir beide Polizeieinsätze auf einen Schlag erfolgreich abgearbeitet. 5 Straftäter auf einmal. Hat man auch nicht jeden Tag. Aber sag niemals nie. Vielleicht kommt noch eine Gasexplosion. Vielleicht kommt aber auch einfach nur ein weiterer Taschendiebstahl oder Rettungsdiensteinsatz. Man weiß es nicht in Bieberfelde. Und könnt ihr euch bitte aufhören zu blockieren? Na, wie sieht's aus? Wollt ihr euch blockieren oder nicht? Sieht aktuell gut aus. Aber nur aktuell. Was können wir denn noch so Schönes machen hier? Betrunkener Schläger vielleicht. Achtung! Eine offenbar betrunkene Person randaliert auf offener Straße und greift Passanten an. Und wo kommen wir denn am besten ran? Hier vorne. Kümmern Sie sich um alle etwaigen Opfer. Ach. Bisher nur einer. Okay, cool. Die Frage ist jetzt hier nur, welcher Wagen ist das hier, weil... Oder noch besser, von wo kommt der andere? Warte, wir haben noch hier irgendwo einen? Genau, der hier war's. Aber ich kann den, glaube ich, nicht mehr... alarmieren, weil er einen Straftäter hinten drin hat, deswegen ist der praktisch nicht mehr alarmierbar. Ah, Gegenseite, genau. Ach, die immer so schön rennen können hier. Ah, Gegenrichtung. Zurück. Zurück. Zack, zack, zack. Okay, er will Streit. Er will Streit. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Erwarte ist in Arbeit. Höre. Jawohl. Bin dabei. Was geht's? Jawohl. Okay. Pfefferspray, wie man's kennt. Und bam. Da ist er festgenagelt. So schnell kann's gehen. Kein Problem. Eine gute Koordinierung der ganzen Einsatzkräfte und... Wo willst du denn hin? Und zack, ist alles ready. Hey, wir haben Heckwarnersystem. Seit wann das denn? Oh, schick, schick. Was man eben alles so, während man spielt, so wieder kennenlernt. Interessant. So, dann fährt die letzte Streife jetzt auch nach Hause. Graffiti, Oh, fährt immer noch. Na gut. Tun wir vor. Oh, da sind ja alle 4. Ach Leute, was müsst ihr denn an der roten Ampel warten? Ganz ehrlich, ihr seid Polizei. Und direkt bei der nächsten Ampel, man kennt's. Ja, dann fahren die Polizisten alle nach Hause. Straftäter wird natürlich ordnungsgemäß verhört. Wie es sich nun mal gehört. Na, bisschen zu spät das Ganze. So, wo ist die nächste rote Ampel? Egal. Ernsthaft? So, dann jetzt aber. Ja, einer macht das Tor auf und der Rest fährt durch, so wie es sich gehört.
Ja, dann sollte es für die weitere Folge hier gewesen sein für den Anfang. Ich hoffe natürlich, euch hat Spaß gemacht zuzuschauen. Guck mal, der erste macht wieder die Tür auf, der andere fährt durch, wie es sich gehört. ja. Da kommt direkt der nächste, ist richtig Durchgangsverkehr hier. Und echt schick gemacht, die ganze Wache hier und die ganzen Fahrzeuge. Wirklich nice. Ja, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat Spaß gemacht, es mir zuzuschauen. Schaut mal auf Discord vorbei, da zocken wir eine Menge Spiele gemeinsam. Schaut mal auf Instagram vorbei, da gibt's coole Bilder. Und genauso wie der Streifenwagen, der hier vorne jetzt wieder zurück auf der Wache ist und die ganzen Protokolle schreibt, werden wir auch jetzt die Folge beenden. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Reingehauen. Eine Person ist zusammengebrochen.